Einer der mit Abstand beliebtesten Sith Lords aus dem Legends-Bereich ist zweifelsfrei Darth Nihilus. Seine schattenhafte Gestalt bestand aus dunklen Gewändern und der markanten Maske, die so gut wie jeder von euch schon irgendwann mal irgendwo gesehen hat. Doch diese Maske ist nicht nur eine einfache normale Maske, sie beinhaltet ein absolut dunkles Geheimnis. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt hier im Video. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Darth Nihilus war ein dunkler Lord der Sith, der kurz vor seinem Tod im Jahr 3951 vor der Schlacht von Yavin eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung der Jedi spielte. Lange Zeit bevor er ein dunkler Lord der Sith war, kämpfte er in den Mandalorianischen Kriegen, bei denen die mandalorianischen Neo-Kreuzritter unter der Führung von Mandalore dem Ultimativen ab 3996 vor der Schlacht von Yavin Eroberungsfeldzüge durch die entlegenen Welten des äußeren Rands der Galaxis führten, um so die Galaktische Republik zu provozieren und zu einem Krieg zu zwingen. Als einer von wenigen überlebte er schwer verletzt diese Kriege und verlor dabei einfach alles. Seine Familie, seine Freunde sowie seinen Lebenswillen. Er befand sich während der letzten Schlacht des Krieges im Jahr 3960 vor der Schlacht von Yavin auf dem Planeten Malachor V, als Jedi-General Surik den Befehl gab, die Superwaffe der Republik, den Masse-Schattengenerator, zu aktivieren. Der Generator tötete fast alle Lebewesen auf der Oberfläche und im Orbit des Planeten. Der zukünftige dunkle Lord überlebte wie durch ein Wunder die Zerstörung der Oberfläche durch die Superwaffe und nahm durch die freigesetzte Energie eine dunkle Gestalt an. Als er den Schatten erlebte, der fast alles auf und um den Planeten herum auslöschte, sehnte er sich plötzlich nach der Energie der Macht. Sein emotionaler Schmerz manifestierte sich dann als eine Leere, die über seinen Körper fegte, und schon bald breitete sich ein intensiver Hunger nach Macht in ihm aus. Aus diesem Grund erlangte er auch den Namen Lord des Hungers. Ohne Absicht entzog er einem anderen Überlebenden die Lebenskraft. Die Tat war eine schreckliche und unerwartete Erfahrung für ihn, aber der Hunger und seine schmerzhaften Erinnerungen verblassten für einen kurzen Moment. Nichtsdestotrotz kehrte kurze Zeit später die Leere in ihm zurück, noch unerbitterlicher und stärker als jemals zuvor. Sein Hunger nach der Lebensenergie anderer Lebewesen wurde immer stärker. Je mehr er sich durch diese Energie ernährte, desto kürzer wurde der Hunger gestillt und desto stärker wurde er. Zwischen den Jahren 3960 und 3952 vor der Schlacht von Yavin zerstörte der unstillbare Hunger nach der Macht den physischen Körper von Darth Nihilus bis zu dem Punkt, an dem er gezwungen war, eine mächtige Fähigkeit der dunklen Seite zu nutzen. Er führte einen dunklen Transfer, den sogenannten Essenztransfer, durch. Hierbei handelt es sich um eine Fähigkeit der dunklen Seite, mit dem sich das Bewusstsein in einen anderen Körper oder ein anderes Objekt hineintransferieren ließ. Diese Fähigkeit nutzte auch Palpatine, um nach seiner Niederlage in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, seinen Geist in seinen neuen Klonkörper auf Exegol zu transferieren. In diesem Fall aber übertrug Nihilus seinen Geist in seine Gewänder und seine Maske, um so dem Tod zu entgehen und sich selbst eine greifbare Form zu geben, die es ihm ermöglichte, ein Lichtschwert zu führen und seine Beherrschung der Macht fortzusetzen. Die Maske von Darth Nihilus erfüllte ihren Zweck bis zu seinem Tod durch die Jedi-Exilanten und ihre Gefährten im Jahr 3951 vor der Schlacht von Yavin. In den nächsten 4000 Jahren verbreiteten sich in der Galaxis Gerüchte über die Macht der Maske. Es hieß, sie sei mit der dunklen Seite der Macht ausgestattet und wenn ein nicht machtsensitiver Mensch diese Maske trüge, sei er in der Lage, die Macht wie ein Sith-Lehrling zu beherrschen. Wenn jedoch ein Jedi oder Sith diese Maske tragen würde, würde derjenige zusätzliche Kräfte der Macht erhalten. Es hieß sogar, dass Nihilus dann in dieser Person weiterleben würde. Der genaue Verbleib der Maske ist aber leider bis heute nicht genau geklärt. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende angekommen. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, so holt das jetzt gerne nach. Vergesst in diesem Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur damit stellt ihr sicher, bei wirklich jedem neuen Video von mir benachrichtigt zu werden. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.